Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie und euch zur Pressekonferenz nach unserem Meisterschaftsspiel gegen den Karlsruher SC. Das Spiel endete mit 2:2, sodass sich an der Tabellenkonstellation für beide Mannschaften aktuell nichts geändert hat. Ich begrüße die beiden Trainer hier auf dem Podium. Wir starten mit unseren Gästen. Bitte, Herr Eichner, Ihr Kommentar zum Spiel. Ja. Guten Tag, vielen Dank zunächst mal für die Einleitung. Ja, es war ein ähnlich wildes Spiel wie die zweite Halbzeit im Hinspiel, beziehungsweise noch unter Lukis Vorgänger letztes Jahr hier vor einem knappen Jahr. Ich glaube auch mit dem gleichen Spielausgang. Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt, um es relativ kurz und einfach zu halten. Wir haben keinen Fußball gespielt, wir haben nicht so richtig die Kugel gewollt und waren auch in diesen Attributen, die in dieser Liga sonst wichtig sind, zumeist zweiter Sieger. Frische im Kopf, Gier im Zweikampf, um mal zwei Beispiele zu nennen, war uns der Gegner überlegen. Plus, fußballerisch hat er uns auch immer wieder vor Aufgaben gestellt, sodass das Positivste in der ersten Halbzeit eigentlich das Ergebnis war aus meiner Sicht. Plus, und das ist leider für ein Fußballspiel so, zumindest der Eindruck von außen, hatten wir sogar vielleicht noch ein, zwei Möglichkeiten mehr als der Gegner. Also ich rede von Chancen, das hat jetzt mal nichts mit der Leistung prinzipiell zu tun, weil ich fand, da war der Gegner in der ersten Halbzeit besser und hätte die eine Torführung eigentlich auch verdient gehabt. Die zweite Halbzeit ist in verschiedene Phasen relativ schnell einzuteilen. Es kam zu der roten Karte, die das Spiel sicherlich logischerweise beeinflusst hat. Danach habe ich den einen oder anderen ein bisschen aufwecken müssen, weil im Fußball ist es ja so, dass diese Mann-Überzahl oder Unterzahl ja grundsätzlich mal von alleine zu nichts führt. Also du kriegst dadurch keinen Sieg oder du verlierst automatisch nicht dadurch, sondern du musst dann schon bereit sein zu investieren, um diese Überzahl auch auszuspielen. Das haben wir dann auf Strecke immer besser gemacht, gehen dann auch völlig verdient in Führung durch das Kopfballtor von Philipp Hofmann. Und ja, gerade in der Phase war es dann so, jeder wollte die Kugel, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass das Spiel so ein bisschen in unsere Richtung geht. Und dann nach dem 1:2, vielleicht weiß ich auf die Zeitpunkt, kann ich es nicht genau einteilen, war es dann aber so, auf einmal hatte Marius Gersbeck wieder die meisten Ballkontakte. Und zwar nicht, weil wir irgendwas entspannt aufgelöst haben und Herr im Haus waren, sondern weil einfach keiner mehr den Ball wollte. Und das ist ähnlich wie was ich angesprochen habe mit dem Mann Überzahl. Naja, wenn der Torwart von mir dann mehr den Ball hat und keiner mehr die Kugel will, dann reden wir ja relativ schnell über Gleichzahl, weil hat sich dann gar nichts verändert. Und wenn du den Gegner am Leben lässt und dann noch diese Fehler anbietest, dann verdient sich der Gegner am Ende noch das zweite Tor. Und uns hat dann so ein bisschen die Kälte auch gefehlt, um zum Schluss dann nochmal einen Lucky Punch zu setzen. In Summe wird die Frage kommen, fühlt es sich aktuell natürlich eher mal schlecht an für uns und in der Kabine. Das ist ganz normal, das ist dem Spielverlauf geschuldet. Auf der anderen Seite sind wir aber auch dazu da, um das realistisch einzuschätzen. Wir haben in Paderborn einen Punkt mitgenommen. Wir haben den Abstand nach unten wiederum vergrößert. So, dass ich, wenn ich heute Abend zu Hause bin und mein Hund zumindest hoffentlich noch wach ist und schwanzwedelnd hinter der Eingangstür steht, dann werde ich mal kurzerhand ein paar Dinge vergessen und das 2:2 vielleicht so einschätzen, wie es dann vielleicht die Tabelle auch zeigt, wieder ein Punkt obendrauf. Ja, Lukas, es war wie immer schwierig gegen dich, du lässt ja immer was einfallen, das war mir aber relativ klar, ich habe noch viel Schlimmeres gerechnet eigentlich. Vor deinem Anstoß habe ich wirklich richtig gewarnt, weil das muss man heutzutage auch bei uns, das hast du leider nicht gemacht oder deine Jungs haben es nicht gemacht. Dennoch freue ich mich und hoffe ich, dass wir nächstes Jahr uns wieder kreuzen in den Duellen, weil, glaube ich, auch immer viel Unterhaltung da ist. Es ist fair, es ist offen und auch die Szenen, die so ein bisschen für Unruhe gesorgt haben, waren alle halb so wild. Da sind sich alle Spieler gewesen, können sich relativ schnell wieder vertragen und das ist doch auch das, was wir irgendwo in Summe zu einem Fußballspiel dazu brauchen. Euch wünsche ich noch ein gutes Restjahr, eine gute Restsaison und dann schauen wir mal, wo wir am Ende beide landen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Eichner. Kommen wir zu unserer Sicht der Dinge. Bitte, Lukas, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, Eiche, vielen Dank.
für die netten Worte. Wir werden uns weiterhin betteln, wahrscheinlich um den 8. Platz bis zum Schluss. Und es ist auch in Ordnung so, entspricht, glaube ich, auch der vorhandenen Qualität beider Teams zum Spiel selbst. Ich fand, dass wir die Überzahl, die wir im Zentrum hergestellt haben, im Mittelfeld extrem gut genutzt haben. Im Spielaufbau und im Spielübergangsspiel waren wir richtig, richtig gut. Nur aus diesen Aktionen haben wir zu wenig einfach auch Ertrag generieren können. Wir haben sehr, sehr, also ein bisschen schlampig fast schon oder eben auch mit zu wenig Invest ausgestattet, die Box bedroht und ja, gehen dann genau durch so eine Aktion in Führung von ganz hinten nach ganz vorne, 1-0, hast das Gefühl, wow, jetzt könnte es wirklich komplett in unsere Richtung kippen. Und dann, wie der KSC dann eben auch ist, die sind immer da, jede einzelne Situation kann gefährlich werden, so ein bisschen dann auch aus dem Nichts in der Phase, zack, steht es 1-1, du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Dann wurde es ein bisschen schlampiger bis zur Halbzeitpause und dennoch hat es sich einfach eher nach einem enttäuschenden 1-1 angefühlt. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit logischerweise nach der frühen Hinausstellung, die glaube ich schon auch durchaus eine rote Karte gewesen ist, ohne das bis jetzt im Fernsehen gesehen zu haben, aber es war mein Eindruck und auch die Reaktion der Spieler war so, glaube ich, hey, die kannst du geben. Und es war dann bitter, wir haben dann umgestellt, waren sehr viel am Verteidigen, eigentlich und so ein kleiner Exkurs inhaltlicher Natur von meiner Seite, also im 4-4-1 wollten wir es wegverteidigen, haben dann aber das Dilemma gehabt, dass wir eher zu fünft auf der letzten Kette verteidigt haben und deswegen gar keinen Zugriff mehr auf den Spielaufbau des Gegners bekommen haben. Ja, kassieren dann das 1-2, Hoffmann ein bisschen zu viel Platz in der Box und dann glaubst du eigentlich, geht nicht mehr so viel, wobei die Wechsel schon vorbereitet waren. Wir haben dann auf 4-3-2 umgestellt und dann hast du einfach in der ersten Aufbaureihe des Gegners wieder zwei Spieler, die sie anlaufen können. Das hat uns dann ganz gut getan, auch mit dem Mut der Verzweiflung. Freut mich extrem auch für Maxi Thalhammer. Ich meine, natürlich der Spieler geht, genauso wie Menschen sagen, es geht für uns insgesamt um nichts mehr. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Die Jungs haben die letzten zwei Wochen echt toll trainiert. Es war eine gute Stimmung in der Truppe und wir werden um diesen 8. Platz einfach fighten, versuchen so viele Punkte wie möglich zu holen und das spricht für den Charakter der Mannschaft. Insofern nach 90 Minuten gesehen, denke ich schon auch für beide Teams irgendwo dann auch gerecht, in Ordnung, wir können beide damit leben, aber von kurzweiligem Spiel, weil es vermeintlich um nichts mehr geht, dafür, und das möchte ich hier nochmal betonen, lieben einfach diese Spieler und wir alle, die ganzen Verantwortlichen um das Team, den Fußball viel zu sehr. Zweite Liga ist keine Selbstverständlichkeit, für beide Vereine nicht, und deswegen war es einfach ein geiles Spiel, glaube ich, über 90 Minuten, und hinten raus hatte man sicherlich das Glück, diesen einen Punkt dann doch noch mitzunehmen. Ja, euch natürlich auch weiterhin alles Gute, punktet so, dass ihr dauerhaft dann hinter uns bleibt. Vielen Dank. Ja, das nehmen wir doch gerne so mit, aber kommen wir gerne zu der Fragerunde der Journalisten. Fangen wir mit Paderborn an. Frank Beinecke, Neue Westfälische, macht den Anfang. Hallo Herr Kwasniok, bei den letzten Unentschieden gegen Dresden, Aue und Düsseldorf herrschte eher Enttäuschung vor. Fühlt sich das Remis heute wie ein kleiner Sieg an? In der Halbzeitpause tatsächlich eher wie eine Niederlage und nach 90 Minuten wird abgerechnet, da eher wie ein Sieg. Insofern können damit leben, das ist in Ordnung. Wir bleiben vorm KSC und kämpfen weiter. Ja, du hast den Platzverweis schon angesprochen. Wie beurteilen Sie die rote Karte für Uwe Hünemeyer und was sagen Sie generell zur Leistung des Schiedsrichters? Ja, rote Karte habe ich beantwortet und ansonsten fand ich das in Ordnung. Also natürlich gab es dann die hitzige Szene zum Schluss, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Regelwerk irgendwie mehr hergibt als eine gelbe Karte. Also umgekehrt hätte ich mich komplett aufgeregt, wenn der Schiri da einen roten Karton gezogen hätte. Aber das war einfach nochmals Tüpfelchen auf dem i, auf ein hitziges Spiel. Ich fand die Gesamtleistung in Ordnung. Also ich war ein bisschen überrascht, dass dass er mit Pfiffen den Weg in die Kabine gegangen ist. Wie beurteilen Sie die Leistung von Kai Bröger? Ja, das war die Idee, tatsächlich mit seiner Geschwindigkeit einfach beiden Innenverteidigern ein wenig weh zu tun. Das ist glücklicherweise aufgegangen. Tor, Assist spricht für sich. Gute Leistung, er hat sich einfach auch insgesamt belohnt für die Auftritte in der Vergangenheit. Und deswegen sind wir froh, dass er bei uns ist.
Ja, kommen wir zum Ende des ersten Blocks. Wie wichtig waren heute die Einwechselspieler? Ja, die sind grundsätzlich immer wichtig und es war halt einfach so, dass wir die erste Idee, wie ich versucht hatte schon zu erklären, spieltaktisch nicht so gut umgesetzt bekommen haben und dann in dieser 4-3-2-Konstellation einfach mit laufstarken Spielern, Thalhammer und Mehlem, haben wir da besser Zugriff bekommen. Insofern war das schon irgendwo ein entscheidender Moment. Nur eigentlich wollte ich ja wechseln beim Stand von 1-1. Und dann nimmst du zwei kreative Köpfe, Clement und Muslija, raus, dann weißt du nicht so, ob das aufgeht, aber in dem Fall ist es gut gegangen. Wir sind sehr glücklich und ich glaube, die Spieler auch. Und wie gesagt, Tali hat sich einfach belohnt für dauerhaften Fleiß. Ja, Eichner, jetzt habe ich drei Fragen für Sie. Von Marius Bücher, Badische neueste Nachrichten. Wie hast du die hitzigen Szenen in der zweiten Halbzeit gerade in den Schlusssekunden erlebt? Na, ich war schon relativ hitzig grundsätzlich unterwegs. Ich brauche auch ein bisschen, um auf Betriebstemperatur zu kommen, weil durch die tolle Rückkehr der Zuschauer ist der Einfluss der Trainer wieder ein bisschen kleiner geworden. Und dadurch brauche ich auch ein bisschen, bis ich auf Temperatur bin. Das war ich dann mit der roten Karte, und zwar nicht, weil ich sie gefordert hatte, sondern der angesprochene Investor nach vorne, der musste nach oben geschraubt werden. Und ja, deswegen war ich eigentlich relativ entspannt, weil ich hatte genug bei mir selbst zu tun, mit meinen Jungs zu tun. Ich kann mich an den Worten von Lukas nur anschließen. Ich fand den Schiedsrichter sehr, sehr anständig. Ich weiß es nicht genau, warum man rot, also eine rote Karte sehe ich da jetzt auch nicht. Also andersrum hätte ich mich genauso aufgeregt. Das ist ein taktisches Foul, ein bisschen ein längeres taktisches Foul. Das bedeutet aber dann nicht, dass es zweimal gelb in einer Aktion gibt, sondern, und dann sind ja ein paar Herren da, die selber Fußball gespielt haben. Da weiß dann jeder was und dann ja, gehört zum Fußball dazu. Woran lag es in erster Linie, dass ihr den Sieg noch aus der Hand gegeben habt? Daran, dass wir nicht mehr die gleiche Bereitschaft, den Ball zu fordern, gehabt haben wie in der Phase, ja, 4-5 Minuten nach der roten Karte. Lukas hat es angesprochen, das macht dann auch immer was mit den Mannschaften. Er hat dann auch einen Ticken dann nochmal mehr Druck auf die vorderste Reihe bekommen. Bei allem Respekt, ich erwarte dann schon von meiner Mannschaft und habe den Anspruch an meine Mannschaft, dass mir gegen zwei Stürmer, inklusive unseres Torwarts, meiner beiden Innenverteidiger und meiner Zentrale, dann Situationen auflösen. Also wir waren in der zweiten Liga und da gehören ein paar andere Dinge dazu, aber ja, wir sind jetzt schon lange Zeit zusammen. Das sind Dinge, die erwarte ich von meiner Mannschaft. Und den Anspruch hat sie auch an sich selbst und der sind wir in der Phase nicht gerecht geworden. Und der zweite entscheidende Punkt, es ist ja nicht so, dass Paderborn jetzt bitte nicht respektlos gemeint, jetzt einen Chancenhagel hatte, sondern klar war, sie werden auf diesen einen Moment warten. Und den haben wir ihnen dann in dieser einen Aktion durch A, taktisches Fehlverhalten, B, handwerklicher Fehler, C, Kai Bröger, dann angeboten. Und dann fährst du jetzt 4,5 Stunden hoffentlich, genauso kurz wie auf dem Hinweg, dann nach Hause und nach 90 Minuten, nach der zweiten Halbzeit, sicherlich nicht ganz so gut gelaunt, wie vielleicht ich nach 45 war, ohne dass ich gut drauf war, sondern aufgrund des Ergebnisses und der Einflussmöglichkeiten dann sicherlich ein bisschen positiver als Luki. Warum hast du dich in der Innenverteidigung für Gordon und Kobalt und gegen O'Shaughnessy entschieden? Ja, das ist manchmal vielleicht auch eine Gefühlssache als Trainer. Ich hatte ähnlich wie bei Christoph Kobalt vor 3 Wochen ungefähr mal den Eindruck, dass es Dan einfach mal gut tut, wenn er mal auch ein Spiel, in dem heutigen Spiel, einfach mal eine Pause bekommt, mal durchatmet. Man darf das nicht vergessen, der Junge ist jetzt erst im Winter zu uns gekommen, da sind wir jetzt drauf und dran, mit der Sprache einen Schritt weiter zu kommen. Es gibt dann auch, wohnungstechnisch ist er noch nicht in seinem gewohnten Gefilde und das ist nicht ganz so einfach dann. Das hat jetzt nichts mit dem Sport direkt zu tun, aber das sind dann so Situationen, wenn du vielleicht mal 1-2 Spiele hast, wo mal nicht alles so rund läuft, wo nicht alles so optimal läuft, dann sind das so Begleiterscheinungen und deswegen bin ich halt ein Freund davon, dann, wenn ich das Gefühl als Trainer habe mit meinem Trainerteam, dass vielleicht jemand mal eine Verschnaufpause braucht, dann mache ich das. The old man ist da. Der ist momentan bereit. Das ist ja auch ein Grund, das tun zu können. Und heute war dann einfach mal wieder Christoph Kobalt.
in der Manege. Und dann werden wir schauen, was wir die nächsten Wochen machen. Aber grundsätzliches Ziel, mal losgelöst jetzt von Oshocknessy heute oder Kobalt in den letzten zwei Wochen, sollte es aber schon sein, dass wir auf dieser Position jetzt nicht jede Woche oder alle drei Wochen durchwechseln. Aber es gibt Phasen in einer Saison, da ist es mal so. Und dann gibt es auch mal wieder Phasen, da spielst du vielleicht 30 Mal mit der gleichen Innenverteidigung. Betrifft jede Position. Und deswegen sehe ich es positiv. Es ist eine Mannschaftssportart, dazu gehört jeder. Hat jeder die Berechtigung, auch Eintritt zu erhalten, wenn er bei uns im Kader ist. Und deswegen sehe ich das grundsätzlich immer mit einem positiven Auge. Ja, vielen Dank. Herr Eichner, kommen wir nochmal zu zwei Fragen unserer Journalisten. Frank Beinecke, Neu-Westfälische, legt nochmal nach. Herr Kwasniok, können Sie noch ein wenig Licht ins Dunkel bringen? Wer auf der Paderborner Bank nach dem Gondor-Foul in der Nachspielzeit alles gelb gesehen hat? Also so ganz klar ist es nicht. Ich habe versucht, ja, eher so ein bisschen Diskussionen anzustoßen, zu erklären, warum und weswegen die Situation vielleicht von uns anders bewertet worden ist, und habe dann nur in meinem Rücken mitbekommen, dass die Bank doch sehr, sehr eifrig war. Könnte sein, dass es mein Chef Herrn Wohlgemuth erwischt hat, aber wir sind uns da nicht ganz so sicher, und auf jeden Fall aber zur Abwechslung mal wieder mein Co-Trainer Frank Fröhling. Ja. Er scheint ja für alles immer herhalten zu müssen, aber wir werden das von dem Spielbericht sicherlich mal abwarten müssen. Zum Schluss Peter Klute vom Westfälischen Volksblatt. Herr Kwasniok, wie haben Sie die Situation beim 1:2 gesehen? Der Schiedsrichter hatte das Tor zunächst ja nicht gegeben. Weil er sich nicht sicher war, und ich habe dann wenig gesehen, 70 Meter weit weg, sondern ich habe gehofft, dass er einfach das Tor dann am Ende nicht gibt. Aber deswegen gibt es ja heutzutage Technologien, und am Ende war der Ball drin und dann rennst du halt einfach einen Rückstand hinterher. Ja, dann können wir die Fragerunde abschließen. Vielen Dank an alle beteiligten Journalisten. Unseren Gästen aus Karlsruhe wünschen wir A, einen Heimweg, der nicht länger als 4,5 Stunden dauert, und Dankeschön. B, einen weiteren guten Saisonverlauf. Uns allen noch einen angenehmen Sonntagabend. Dankeschön.